es sieht so aus, als wäre ich endlich auf dem Weg nach San Blas. Ich bin heute Morgen um 8.30 Uhr losgefahren, weil es ziemlich doll geregnet hat und nicht vorher los konnte. Und es sind ungefähr 45 Seemeilen von Marina Turtle Cay zu den östlichen Lemon Cays. Und ich bin jetzt so ungefähr 2 Seemeilen von Miramar entfernt und ich muss ein bisschen aufpassen, weil hier einige Fischernetze im Wasser sind. Aber das gibt mir dann auch eine ganz gute Beschäftigung und ich habe was zu tun. Der Turn dauert wahrscheinlich so um die 7 Stunden und ich habe jetzt ungefähr die erste Stunde hinter mir. Und in der Mitte der Strecke, da liegt das große Esquivamos-Riff und das ist quasi so der nächste Punkt, auf den ich achten muss. Ja, leider haben wir so gar keinen Wind im Moment, aber ein kleines bisschen Welle. Aber generell sieht das Wetter eigentlich ganz gut aus. Ich habe immer noch so ein kleines bisschen Sorge, dass irgendwie noch so ein dicker Squall durchkommt, wegen des, der da gestern durchgerattert ist. Aber im Moment sieht eigentlich alles relativ klar aus am Himmel. Das Einzige, was ein bisschen nervt, ist der Motor. Ah! Auf halber Strecke und ja, schlechte Neuigkeiten, mein Motor überhitzt. Die Wassertemperatur liegt jetzt über 90 Grad und es kommt Kühlwasser hinten raus, also muss es wohl irgendwie am inneren Kühlkreislauf liegen. Ich muss jetzt entscheiden, was ich mache. Ich habe ein bisschen die Fahrt gedrosselt und seit einer Stunde ist die Temperatur jetzt auch wieder unter 90 Grad, also zumindest ein bisschen besser. Es sind noch ungefähr 3 Stunden, 15 Minuten bis zu meinem nächsten Waypoint vor der Insel Chichime in San Blas. Und naja, weil ich jetzt nicht so besonders schnell bin, wird es auch ein bisschen spät. Aber ich habe ein paar Freunde in San Blas, also falls ich erst sehr spät ankomme und es schon dunkel sein sollte, dann kann ich mit dem Dinghy rauskommen und mir bei der Riff-Einfahrt vielleicht ein bisschen helfen. After 11 hours at sea with this Endlich, nach 11 Stunden auf See mit meinem blöden Überhitzungsproblem, bin ich jetzt in den San Blas-Inseln in Cunayala angekommen. Ja, und was soll ich sagen, es ist wirklich total atemberaubend schön und überall sind kleine Inseln mit Palmen und super schönen weißen Sandstränden und das Wasser ist total kristallklar. Einfach, ja, einfach perfekt. Well, I got the... Ich habe meine Geschwindigkeit ein bisschen vermindert aufgrund der Überhitzungsproblems und damit bin ich zumindest bis so eine Stunde vor die östlichen Lemons gekommen, was meine finale Destination war in San Blas. Und zum Schluss ist die Temperatur wieder gestiegen, aber glücklicherweise kam dann eine kleine Brise auf und ich konnte den Rest dann segeln. Es war auf jeden Fall interessant, weil es einige unzählige Riffe gibt und auch ziemlich viele kleine Inseln und man muss sich da erstmal irgendwie zurechtfinden. Und es war auf jeden Fall spannend, das alleine zu bewältigen und ich habe auf jeden Fall viel über Priorisieren gelernt, wenn man alleine segelt und navigiert. So that was a really good learning. And
Hier in der Lemon sind ein paar Freunde von mir, ein Trimaran, den ich aus Puerto Lindo kenne. Und als ich ankam, ist Mathieu mit dem Dinghy rausgefahren und ist an Bord geklettert und hat mir mit der Riffeinfahrt ein bisschen geholfen. Und Michelle und Emmanuel waren super lieb und haben mich zu einem Festmahl mit Hummer und Krebsen eingeladen, mit selbstgemachter Mayonnaise. Richtig super lecker. Und es war einfach perfekt, weil ich total kaputt war und wirklich keine Lust zum Kochen hatte. Und da kam die Einladung einfach wie gerufen. Und es war ein wunderschöner Abend mit Freunden und ich war froh über die gute Gesellschaft. Am nächsten Tag sind wir dann weitergefahren, weil wir zusammen nach Cocobanderos segeln wollten, was eine andere Inselgruppe in der Nähe ist. Ungefähr 15 Seemeilen von den Lemons entfernt und wir hatten wirklich einen traumhaften Segelturn. Ja, es war relativ einfach, denn Mathieu ist da mitgekommen, also zu zweit. Es ist ja alles ein bisschen einfacher und Karl hat sich total gut gemacht. Wir sind mit 5 Knoten gesegelt, manchmal 5,5. Und ja, es war schön, mit vollen Segeln unterwegs zu sein und die Wellen unterm Rumpf zu spüren und die schönen kleinen Inselchen zu bestaunen. Ja, und es war einfach mal schön, keine Probleme mit dem Boot zu haben und einfach nur zu genießen und zu segeln. Und ich glaube, Cocobanderos ist sogar noch schöner als die Lemons. Man ankert zwischen so 3 winzigen Inseln und ist einfach ja, paradiesisch. Die Kuna paddeln mit ihren kleinen Kajukos zu deinem Boot und verkaufen frischen Hummer oder Krebse oder Oktopus. Und wenn man nachfragt, dann präparieren sie den Oktopus auch. Und da ich nicht wusste, wie man das anstellt, habe ich im Kuna gebeten, dass er mir das einmal zeigt, wie das geht, damit ich es dann nächstes Mal selber machen kann. Ja, auf jeden Fall wieder was dazugelernt. Ich habe noch 2 Tage mit meinen Freunden vom Trimaran verbracht und dann sind die abgereist, weil sie den Atlantik überqueren wollen und sich deswegen auf den Weg nach Kuba machen wollten. Ja, und jetzt bin ich wieder alleine und ich glaube, es ist an der Zeit, dass ich ein bisschen Inselhüpfen mache in den San Blas und Karl ein bisschen besser kennenlerne. Also, bis zum nächsten Mal.